Willkommen auf meinem Dauerweltkanal. Mein Name ist Wilhelm Bode und Sie kennen mich ja bereits. Und ich brauche mich nicht mehr ausführlich vorzustellen, sondern wir blenden das Notwendige unter meinem Kopf ein. Ja, es hat sich in den letzten Wochen doch viel getan für den Dauerwald in Deutschland. Er befindet sich im Aufwind. Und wir schätzen uns glücklich, dass wir mit unserem Dauerwaldkanal vielleicht sogar diese Bewegung ein wenig beschleunigt haben. Ich will Ihnen ein paar Beispiele sagen. Also, es gibt jetzt mehrere Bundesländer, die tatsächlich proklamieren, wir wollen den Dauerwald. Selbst die bayerische Forstverwaltung hat auf die Frage eines Journalisten, was sie vom Dauerwald halten, geantwortet, sie machen jetzt mehr und mehr die Regeln und halten jetzt mehr und mehr die Regeln des Dauerwaldes ein. Und der mecklenburg-vorpommersche Forstminister, Herr Backhaus, hat sogar in einem NDR-Interview sich verlauten lassen, ganz konsequent, er stellt jetzt nur noch Förster ein, die sich wirklich mit dem Dauerwald auskennen. Also, meine lieben Zuschauer, es wird Zeit, dass wir den Dauerwald wirklich zu unserem Gegenstand machen. Nicht nur hier auf dem Kanal, sondern zu politischen Anliegen, das wir von der Politik einfordern. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die Politik ganz genau beobachten. Verspricht sie das nur so, wie durchaus häufiger, und lässt es gewissermaßen an der notwendigen Konsequenz fehlen? Oder zeigt sie sich jetzt wirklich als durchsetzungsfähig, und zwar durchsetzungsfähig nicht gegenüber Ihnen als Waldbesitzer oder gegenüber den Naturschützern oder so weiter oder gegenüber der Bevölkerung, sondern als durchsetzungsfähig gegenüber dem eigenen beamteten Forstapparat? Denn der war ja und ist ja das große Hindernis, seit 100 Jahren auf dem Weg zum Dauerwald. Das Schönste, ja, ich kann sagen, das Schönste, was wir erreicht haben mit unserem Kanal, ist, dass das zweitauflagenstärkste Magazin deutscher Sprache, das Chrismon-Magazin, ich habe hier ein Exemplar, es hat eine Auflage von weit über 1 Million monatlich, in dem aktuellen Heft die sogenannte zentrale Personalstory uns, nämlich dem Dauerwaldkanal, gewidmet hat. Wir blenden noch den Link ein, dann können Sie auf der Webseite von Chrismon diesen Artikel sehr gerne auch lesen und nachlesen. Das ist ein schöner Erfolg und zeigt, wie wir mit wenig Aufwand im Grunde genommen beitragen können, dass wir etwas zum Klimawandel gewissermaßen beitragen können, um den Klimawandel zu verlangsamen oder erträglicher zu machen. Denn längst, das wissen Sie spätestens in diesem Sommer, wir sind voll im Klimawandel. Wir sprechen nicht mehr darüber, dass er kommt, sondern er ist da. Denken Sie nur an die Katastrophe, die aktuell in Libyen zu bewältigen ist. Es ist furchtbar, was auf der Welt geschieht. Es gibt keinen Kontinent, selbst die trockensten Teile der Erde, die nicht über Überschwemmungen klagen und darunter leiden, wo es normalerweise überhaupt keinen Regen im Sommer gibt. So weit haben wir es gebracht mit der Erde, und da bin ich dann auch schon voll im Thema. Ich möchte nämlich heute, es ist die 50. Video, das wir drehen und gedreht haben, und das Sie sich heute anschauen, wir möchten heute Ihnen ein Kurzrepetitorium bieten, auch damit all die, die mal den ein oder anderen Film auf unserem Videokanal gesehen haben, das Ganze in einem Gesamtzusammenhang nochmal sehen. Was ist Dauerwald und wie baue ich einen Dauerwald? Und natürlich müssen wir das einhängen an die überwölbte Frage, wie können wir Menschen uns auf diesem kleinen Globus gewissermaßen wappnen, auf ein anderes Klima, das uns das Leben sehr viel erschweren wird. Und dann sind wir bei der ersten Folie, die ich Ihnen zeigen will. Denn wir müssen erkennen, die Biosphäre ist ein Ereignis der belebten Erde, das heißt des Lebens auf dieser Erde. Wir sprechen deswegen auch von Gaia, der Mutter Erde, und wir meinen damit im Grunde genommen die belebte Erde. Und eben diese belebte Erde haben wir Menschen schwer geschädigt. Das heißt, wir müssen zurückfinden zu einer stabilen Form der Biosphäre, die dann auch wieder lebenswert ist und letztendlich ja uns erst hervorgebracht hat.
Und wenn wir uns die Biosphäre anschauen, dann kommen wir genau zu fünf einfachen Regeln, die im Grunde genommen die Lebenswertigkeit unserer Biosphäre bestimmen. Und jede dieser Regeln ist enorm wichtig für uns, nicht nur als Menschen, sondern überhaupt für das Leben auf der Erde und für das Funktionieren dessen, was wir die angenehme Biosphäre nennen können, nämlich die Biosphäre, die wir im Moment im Begriff gewesen sind oder dabei sind, sie gründlich zu zerstören und durcheinander zu bringen. Das erste natürlich ist, die erste dieser fünf Regeln ist die solare Orientierung. Man bezeichnet das auch als Syntropie. Das heißt, das Leben auf der Erde ist in der Lage, Energie aus dem Kosmos, nämlich Sonnenenergie, einzufangen und auf die Art und Weise diese Biosphäre energetisch aufzubauen, aufzuladen, sodass wir Menschen und auch alle anderen Lebensformen in dieser Biosphäre diese Energie nutzen können. Aber natürlich sollten wir sie nie so weit nutzen, als es der Biosphäre gelingt, die entsprechende Energie aus dem Kosmos wieder aufzufangen. Nun kann man das natürlich technisch tun. Die Solarkraft ist einer der technischen Möglichkeiten, gewissermaßen Energie aus dem Kosmos aufzufangen, nämlich Sonnenlicht. Auch das Windkraftrad ist ein solches technisches Instrument, um Sonnenenergie einzufangen, denn Wind ist nichts anderes als Sonnenenergie. Aber das können wir natürlich nicht ersetzen in der Biosphäre durch technische Einrichtungen, sondern technische Einrichtungen helfen uns, unsere Energieverschwendung zu vermindern, unsere fossile Energieverschwendung zu vermindern und abzubauen. Das Entscheidende in der Biosphäre ist, wir brauchen auch biosphärische Energie, das heißt Lebensenergie, um die Atmosphäre in diesem schönen Zustand zu erhalten, in der wir sie eigentlich als Menschen auf der Erde vorgefunden haben und in der wir uns als Menschen überhaupt evolutionär entwickeln konnten. Und das ist eben die solare Orientierung. Und die solare Orientierung läuft am meisten und am intensivsten natürlich über die grünen Pflanzen. Das heißt, unser Kosmos auf der Erde ist im Grunde genommen das grüne Pflanzenkleid. Und dafür stehen natürlich die Wälder an erster Stelle. Denn die Wälder sind natürlich Hochleistungsmaschinen, um Sonnenenergie über das Chlorophyll einzufangen und in Material festzulegen, zu karbonisieren. Und zwar am besten natürlich auch in nutzbares Holz, das wiederum eine wichtige Bedeutung hat, wenn wir überhaupt eine Nachhaltsgesellschaft bauen wollen. Denn allzu viele nachwachsende Rohstoffe haben wir ja leider nicht. Holz ist einer der interessantesten nachwachsenden Rohstoffe, die wir auf der Erde haben. Und deswegen ist es auch so sinnvoll, Forstwirtschaft zu betreiben. Das ist unglaublich sinnvoll. Ich kann sagen, man kann fast nichts Sinnvolleres tun, als Holz zu erzeugen im Wald. Das führt aber dann zu der Frage, wie sollten wir das tun? Natürlich so, wie die Biosphäre das tut, nämlich unter Beachtung der vier weiteren Regeln, die ich Ihnen jetzt kurz nenne. Das erste ist, die Biosphäre arbeitet grundsätzlich nach dem Gesichtspunkt der Kreislauforientierung. Das heißt, alle Stoffflüsse in der Biosphäre sind in der Regel im Kreislauf geschaltet. Es gibt praktisch keine Abfälle. Ich komme gleich noch dazu, wenn mal ausnahmsweise etwas als Abfall anfällt in der Biosphäre. Aber die meisten, mehr als 99% aller Stoffumsätze sind von der Biosphäre über die Natur im Kreislauf geschaltet. Und wie macht die Natur das? Ja, natürlich durch die Artenvielfalt. Auch dazu kommen wir noch. Das heißt, durch eine belebte Natur, die sich immer feiner ausdifferenziert hat im Zuge der Evolution in Millionen von Arten, ist sie in der Lage, diese Kreisläufe geradezu optimal zu steuern. Und jetzt sage ich Ihnen nichts Besonderes. Das haben Sie schon mehrfach auf meinem Videokanal gehört. Wälder sind ein klassisches Anwendungsbeispiel für solche Kreislauforientierung. Auch ein Wald hat von Natur aus keinen Abfall. Auch die grünen Blätter, die im Herbst verwelken und herunterfallen, werden ja sofort wieder im Kreislauf des Bodens aufgearbeitet und, wir sagen dazu, remineralisiert, und damit beginnt sofort wieder der neue Stoffaufbau in den jüngeren Bäumen, die diese Stoffe im Oberboden aufnehmen.
Das dritte Kriterium oder die dritte Regel der Biosphäre ist eben, was tut sie, wenn mal doch ein kleiner Abfall entsteht? Und der entsteht durchaus, wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass unsere Kalksteinfelsen alle aufgebaut sind aus den Muscheln, die früher mal in irgendwelchen vorzeitlichen Meeren durch riesige Muschelbänke aufgebaut worden sind. Dann ist der Kalkstein heute eine Art Abfallprodukt von damals. So, und was macht die Natur, wenn sie Abfälle zu verarbeiten hat? Sie organisiert Kaskaden. Das heißt, eine Abfallstufe ist in der Regel die Rohstoffeingangsstufe der nächsten Produktion. Und so wird der Abfall immer weiter verringert. Am besten ist solch eine Abfallkaskade über eine Treppe darzustellen. Ich habe das hier grafisch mal so gemacht. Und bis zu guter Letzt ganz, ganz wenig Abfall übrig bleibt. Und der wird dann in der Natur noch, in der Regel unschädlich, irgendwo abgelagert. Und wenn dann in der Zwischenzeit sich die Menschheit evolutiv entwickelt hat, dann plötzlich sagt sie, ja, aus diesem Abfall, den wir Kalkstein nennen, da können wir noch was Gutes machen. Denn ohne Kalk können wir zum Beispiel keine Häuser bauen. Kalk ist ein wichtiger Baustoff. Aber nicht nur ein Baustoff, er ist vieles, vieles andere gut in unserer menschlichen Zivilisation. Und jetzt kommen wir zur vierten Regel und zur fünften Regel. Die beiden Regeln sind, die sich im Grunde genommen mit der Stabilität und dem Informationsgehalt der Biosphäre beschäftigen. Das sind die beiden Regeln an erster Stelle, die Artenvielfalt. Schauen Sie, Artenvielfalt ist nichts anderes als ein reich gedecktes Warenangebot. Der Kaufmann, der ein reich gedecktes Warenangebot anbietet, der hat für jeden Käufer, der ins Geschäft kommt, irgendetwas, was ihn zu interessiert. Und genauso ist es auch in der Natur. Über die Artenvielfalt erhöht gewissermaßen die Natur das Angebot an verschiedenen Zukunftsoptionen. Das ist der Grund, warum der Artenschutz gerade jetzt im Klimawandel so immens wichtig ist. Das heißt, wir müssen über einen Erhalt der Arten unsere Optionen für die Zukunft in einer veränderten Biosphäre gewissermaßen hochhalten, damit die Biosphärenentwicklung sich das Richtige heraussuchen kann. Artenvielfalt ist also genau das, was wir auch übersetzen könnten mit Risikostreuung und mit Optionsvielfalt für die Zukunft. Das ist das vierte Prinzip. Und das fünfte, das ist die Vernetzung zwischen den Arten. Und auch dafür ist der Wald ein klassisches Beispiel. Denken Sie nur mal an die Verflechtung der Mykorrhiza im Waldboden mit den Wurzeln der auf dem Waldboden stockenden Bäume. Der Verbindung zwischen den Jungbäumen und den Altbäumen. Ja, sogar zwischen Bäumen verschiedener Baumarten. Das heißt also, die Verbindung der Mykorrhiza ist das, was man ein bisschen bildlich übersetzt als WWW in der Literatur. Und da ist auch schon was dran an diesem Begriff. Und das Tollste ist, er ist so komplex, dass wir heute noch gar nicht in der Lage sind, diese Vernetzung wirklich zu durchschauen. Und das ist sehr wichtig für einen Wald und für ein Waldökosystem oder für alle Ökosysteme, dass sie sich untereinander vernetzen. Denn auf die Art und Weise entsteht Informationsvielfalt und damit auch wiederum eine Resilienz, eine Widerstandskraft gegen Veränderungen der Biosphäre. Das sind also die fünf Regeln. Erstens solare Orientierung. Zweitens Kreislauforientierung. Drittens Kaskadennutzung. Viertens Optionsvielfalt. Und fünftens Informationsnetzwerk. Fünf einfache Regeln, die die Biosphäre bestimmen und lebenswert machen. Und die Aufgabe der Holzerzeugung im Wald ist natürlich, genau diese fünf Prinzipien anzuwenden, natürlich auch mit dem berechtigten Ziel, nutzbares Holz zu erzeugen. Das ist die Grundlage, warum heute wir über den Dauerwald sprechen, warum der Dauerwald die Forstwirtschaft der Zukunft ist. Und ganz besonders gilt das ganz aktuell heute. Wir haben in Deutschland, wie ich Ihnen schon mehrfach gesagt habe, 600.000 Hektar Kahlflächen.
600.000 Hektar Kahlflächen, das ist etwa dreimal, sechsmal so viel Wald wie im Saarland ist. Fast dreimal so groß wie das Saarland. Das ist schon eine gewaltige Fläche in der kleinen Bundesrepublik. Und diese 600.000 Hektar jetzt einfach zu bepflanzen, wie das die meisten tun, gewissermaßen die Oberfläche nochmal abschieben mit einer Raupe, um dann in Reihenglied den nächsten Wald zu pflanzen und dann vielleicht zwei verschiedene Baumarten zu mischen und sagen, juche, wir haben Mischwald gepflanzt. Das ist es nicht. Denn die Natur würde das gerade nicht tun. Denn genau das widerspricht diesen fünf Regeln, die ich Ihnen eben versucht habe zu erklären. Ich will Ihnen in der nächsten Folie mal zeigen, die Natur würde gegen die Entropie, also gegen die Energieverschwendung, die Waldbegründung organisieren. Und das heißt nichts anderes, als dass wir von einer sogenannten niederentropischen Waldwirtschaft sprechen. Und niederentropische Waldwirtschaft heißt an erster Stelle, dass wir die Artenvielfalt pflegen, dass wir die Gesamtbiomasse möglichst hoch halten, dass wir tote organische Substanz möglichst auf der Fläche zurücklassen, dass wir Nahrungsketten auf diese Art und Weise auf der zerstörten Waldfläche ermöglichen, dass wir die Stoffkreisläufe damit anheizen, dass wir die Speicherung unterschiedlichster Elemente ermöglichen, denn natürlich heißt das nichts anderes in der Kaskadennutzung des Abbaus der Biomasse auf der Kahlfläche, dass die dann freigesetzten Stoffe schnell im Oberboden möglichst wieder gespeichert werden, wie, das zeige ich Ihnen später noch, dass wir die internen Kreisläufe anregen, dass wir die Nährstoffrückführung bereits voraussehen, ja, und vieles mehr, dass wir Lebenszyklen wieder ermöglichen, die angepasst sind auf diese Prozesse auf einer Kahlfläche, auf der viel Biomasse gewissermaßen verarbeitet werden muss. Und indem wir auch natürlich die Symbiosen anfeuern, die im Sinne vom Netzwerk der Artenvielfalt erst möglich werden. Und dann sehen Sie, dann haben wir an erster Stelle Stabilität und Resilienz organisiert. Wir haben den Energieinput minimiert und wir haben die Gesamteffizienz des Systems stark gesteigert. Und wir haben zuletzt natürlich auch Netzwerk, die Grundlagen für das sich herausbildende Netzwerk gebaut. Das alles nennen wir dann niederentropische Waldwirtschaft und ist im Grunde genommen der Start in einen resilienteren Wald oder resilientereste Wirtschaftswald, den wir uns vorstellen können. Und der erprobt ist seit 100 Jahren, das ist der Dauerwald. Zudem komme ich jetzt, um Ihnen ganz schnell gestrafft die Grundregeln des Dauerwaldes nochmal in Erinnerung zu rufen, die Sie natürlich in dieser oder jener Form auch fokussiert auf meinem Videokanal bereits kennengelernt haben. Als erstes möchte ich aber doch erinnern an den Begründer des Dauerwaldes. Es ist eine wirklich revolutionäre Persönlichkeit und wir dürfen ja auch stolz sein in der deutschen Forstgeschichte, dass es ein deutscher Forstmann war, nämlich Alfred Möller, der 1922 starb, übrigens gewissermaßen in der Frustration über den enormen Widerstand, den er mit dem Dauerwaldgedanken oder der Dauerwaldidee ausgelöst hatte. Er war ein preußischer Akademiedirektor in Eberswalde, der Forstakademie. Und er hatte seine Idee interessanterweise 1895 bis 1898 im Amazonas-Urwald entwickelt. Als junger Forstmann hatte er bemerkt, dass die Bäume in einer intensiven Lebensgemeinschaft mit der Mykorrhiza leben. Und er widmete sich dann stark der Pilzforschung. Und ihm war klar, in der klassischen gepflanzten Forstwirtschaft des Altersklassenwaldes in Deutschland, in Preußen, da machen wir so ziemlich alles falsch, um die natürliche Produktion der Holzerzeugung zu organisieren. Und so kam er zurück und entwickelte die Idee des Dauerwaldes. Das Entscheidende ist, er war kein Naturschützer. Er war jemand, der
ganz selbstverständlich sagte, wir müssen Holz erzeugen. Es ging ihm um die Holzerzeugung. Und die nächste Folie macht dann deutlich, an dem Ziel, dem Oberziel des Dauerwaldes, ändert sich gar nichts. Ich nenne das die Majestät der Forstwirtschaft. Holz nach höchster Güte und bestmöglicher Masse zu erzeugen. Das steht auch über jedem Dauerwald. Das heißt, wenn wir Dauerwald bauen, sind wir nicht dabei, irgendeinen Naturschützer zu befrieden, sondern es ist umgekehrt ein Schuh. Indem wir Holz erzeugen, gewinnen wir den Naturschutz. Deswegen, weil Holz erzeugen sinnvoll ist und weil, wenn wir es im Dauerwald tun, es im Grunde genommen keinen wesentlichen Widerspruch zum Naturschutz im Wald gibt. Die nächste Folie zeigt, dass Möller klugerweise durchschaut hat, dass es dem Waldbauer, dem Holzerzeuger, gewissermaßen auf andere Ziele ankommen muss, als nur das Oberziel direkt anzustreben. Sondern er sagte sich, gewissermaßen in einem systemischen Produktionsprozess des Waldes muss das Holz optimal wachsen, damit man es nutzen kann. Man nennt das auch systemische Waldwirtschaft. Und er beschrieb 5 systemische Hauptziele. Und wenn der Waldbauer diese 5 systemischen Hauptziele konsequent verwirklicht, ja, dann müsste der Wald auch konsequent und optimal das beste und das meiste Holz produzieren. Ich will Ihnen sie ganz kurz vorstellen, sie sind sehr einfach und sie sind natürlich in der Sprache der Lebensreformbewegung am Anfang des letzten Jahrhunderts formuliert. Er sagte, das erste Ziel ist Gleichgewichtszustand aller dem Wald eigentümlichen Glieder. Er bezeichnet auch als Stetigkeit des Waldorganismus, weswegen er zum Beispiel heftig angegriffen wurde, wegen dem Organismusbegriff für den Wald. Das zweite Ziel ist die Gesundheit und Tätigkeit des Waldbodens. Inzwischen wissen wir natürlich, dass beide Ziele genau das Zentrum einer ökologischen Waldwirtschaft sind. Das dritte war dann schon ein waldbauliches Ziel. Er sagte, ja, wir können ja auch kulturell die Baumartenvielfalt auf einer Fläche erhöhen. Das heißt, er formulierte das Ziel der Mischbestockung. Dauerwälder sind immer Mischwälder. Wir sprechen deswegen auch von Dauermischwäldern. Und zwar nicht etwa wie in der Natur mit 7, 8 oder 10 Baumarten. Nein, Dauermischwälder können auch 20, auch 25 Baumarten haben. Die können sogar Bäume berücksichtigen in ihrem Aufbau, die gar nicht von Natur aus hier vorkommen. Also sogenannte standortsfremde Baumarten. Und dann sagte er ein ganz kluges Ziel. Er sagte, Moment mal eben, Naturwälder sind doch nie gleich alt. Naturwälder sind doch immer unterschiedlich alt. Und er formulierte dann das Ziel der Ungleichaltrigkeit. Ein ganz entscheidendes Ziel, auf das wir auch noch zurückkommen, denn das ist die Herausforderung jeglicher Dauerwaldüberführung aus den gleichaltrigen, monotonen Forsten, die wir haben. Und das letzte, das war ein rein ökonomisches Ziel, das er formulierte. Er sagte nämlich, Dauerwälder haben überall, auf jedem Quadratmeter der Waldfläche, einen überall zu unmittelbaren Holzwerterzeugung genügenden Holzvorrat. Und dieser soll möglichst hochwertig sein. Das heißt, möglichst mit dem Ziel, immer wertvoller zu sein, weil er klugerweise natürlich durchschaute, Holz wächst nicht nur an Holz. Nein, Wertholz wächst nur an Wertholz. Das heißt, den höchsten Zuwachs an Wertholz hat ein Waldbesitzer dann, wenn er überall nur gute Bäume stehen hat. Dann hat er gewissermaßen das Optimum des jährlichen Wertzuwachses seiner stehenden Bestände. Das war ein besonders kluges und sinnvolles Ziel, denn wenn wir die Altdauerwaldbetriebe heute vergleichen, sie sind die rentabelsten Betriebe Europas. Gerade über dieses Ziel. Jetzt habe ich mal diesen waldbautechnischen Zielen die waldbauliche Umsetzung gegenübergesetzt, die immer wieder Gegenstand unserer Videos ist. An erster Stelle, das Gleichgewicht im Wald kriegen wir nur, wenn wir jeglichen Kahlschlag vermeiden. Und zwar immer, auch dann, wenn durch Trockenheit oder Borkenkäfer die Wälder bereits abgestorben sind. Auch wenn ich diese Ruinen dann abräume,
erzeuge ich kahlschlagsähnliche Bedingungen und das ist natürlich ein No-Go. Das heißt, wir müssen immer auch tote Waldruinen nutzen, um noch Reste des Waldinnenklimas zu erhalten. Also etwas Beschattung, etwas Windruhe und natürlich Biomasseanfall für die Kreisläufe, die wir anfeuern wollen. Das heißt, Gleichgewichtszustand heißt, niemals flächenhaft nutzen, immer nur einzelbäumsweise. Wir nennen das selektive Einzelbaumnutzung oder mit dem Fachbegriff des Planterns wird das auch bezeichnet. Gesundheit und Tätigkeit des Bodens heißt natürlich, wir lassen den Boden ungestört und ungeschädigt. Das heißt, es wird der Boden nicht mit Maschinen befahren. Es wird der Boden nicht im 20-Meter-Raster aufgehauen. Auch nicht im 40-Meter-Raster. Ich würde sagen, das Engste, und da machen wir schon viele, viele Kompromisse, sind 60 Meter. Alles darunter ist eine üble Zerstörung dessen, was den Boden schädigt. Und natürlich heißt das, dass wir sanfte Betriebstechniken im Wald ansetzen. Das heißt, Techniken, die den biologischen Toleranzrahmen des Bodens nicht überfordern. Und das heißt, dass so Maschinen mit 1,5 bis 2 Tonnen ist die Obergrenze, die der Boden tragen kann. Alles andere ist Bodenvernichtung und ist im Grunde genommen jeglicher naturnahen Waldwirtschaft zuwiderlaufend. Und natürlich bringen wir keine Fremdstoffe ein, schon gar nicht chemische oder Pestizide. Und erst recht keine Dünger. Denn wenn wir das andere, was wir bisher besprochen haben, richtig machen, sind ja sowieso alle Kreisläufe im Optimum. Und dann brauche ich weder Dünger noch Kalk oder irgendwas. Dann läuft alles sowieso in einem regulären, evolutiven Gang im Sinne von Kreisläufen und Kaskaden. Und die Arten, die sich dann einstellen im Boden, das sind die, die auch mit Säuren, mit sauren Boden zurechtkommen. Das heißt, die stören wir nur, wenn wir da Fremdstoffe einbringen. Mischbestockung ist das beste Mittel, um diese Kreisläufe im Boden auch noch anzufeuern. Das heißt, verschiedene Blattformen, verschiedene Baumarten, die feuern geradezu das Edaphon, die Bodenlebewelt an, das alles aufzuarbeiten. Deswegen ist Mischbestockung ein wichtiges Ziel. Aber ich sage Ihnen auch, das stößt sich natürlich gegen eine andere Unart, speziell der deutschen Forst- und Jagdwirtschaft, den hohen Schalenwildbeständen. Denn Mischwälder aufzubauen, richtig hochgemischte Wälder mit 15, 20 verschiedenen Baumarten, das kriege ich nur hin, wenn ich die Wildbestände drastisch bejage. In der Regel 4-mal so viele schieße, als wir heute üblicherweise in den Wäldern jährlich schießen. Schauen Sie, wir haben in Deutschland 2 Millionen Schalenwildtiere, die wir jetzt schon jedes Jahr schießen. Es müssten aber 3, 4 Millionen sein. Und das Tollste ist, je mehr wir schießen, desto mehr wächst Wild nach. Das heißt, wir nehmen den Jägern gar nichts weg. Wir müssen uns nur insgesamt gesehen auf einem niedrigeren Niveau halten. Und dann ist das Biotop in einem solchen Optimum, dass Rehe zum Beispiel statt 1 Kitz jährlich plötzlich 2 und 3 Kitze setzen. Das heißt, der Jäger muss ständig im Dauerwald stärker jagen als bis jetzt. Ja, die Ungleichaltrigkeit setzt ebenfalls voraus, dass wir natürlich diesen laufenden Verjüngungsprozess, der sich von Natur aus im Dauerwald einstellt, nicht gewissermaßen unterbrechen, indem eine zeitweilig zu hohe Schalenwilddichte gewissermaßen die Verjüngung kappt. Wir nennen deswegen ja das Reh auch die kleine braune Heckenschere. Und Rehe sind wahnsinnig wirksam. Sie sind nämlich sogenannte Konzentrateser und fressen gerade die Spitzenknospen, auf die es uns ankommt im Waldbau. Die fressen sie am allerliebsten ab. Ja, und last not least, das hatte ich Ihnen ja schon angedeutet, das rein ökonomische Teilziel. Möglichst auf den guten Stamm hin wirtschaften. Das heißt, im Dauerwald wird immer auf den schlechteren Stamm geschlagen und nur in den herrschenden Schichten eingegriffen. Das heißt, alles Zwischen- und Unterstand bleibt stehen und wird ignoriert. Es hilft uns nämlich, im Wald Windruhe zu erzeugen, im Wald gewissermaßen Strukturen zu erzeugen
Und es hilft uns auf die Art und Weise auch eine Resilienz gegen Sturm oder Schneebruch im Oberstand. Denn das führt dann automatisch dazu, dass wenn im Oberstand Bäume umbrechen, unten drunter keine Kahlfläche entsteht. Das sind die fünf waldbautechnischen Teilziele und ich habe sie Ihnen mal beispielhaft übersetzt und man könnte dazu natürlich sehr viel mehr erzählen. Das nächste zeigt das ein Bild, das nochmal klar macht, was das Ziel des Dauerwaldes ist. Das ist so ein Schema eines Altersklassenwaldes, wie er heute zu 90% den deutschen Wald bildet. Und Sie sehen, im Grunde genommen, indem wir die Baumlebensalter entkoppeln auf der Fläche, dann bauen wir gewissermaßen Altersklassenwälder aus gleich alten Bäumen jeweils. Und dann entkoppeln wir eben auch die Nährstoffkreisläufe. Das habe ich unten drunter mal deutlich gemacht. Das heißt also, im Grunde genommen zwingen wir die Arten in Abhängigkeit von der Altersphase der aufstackenden Wälder gewissermaßen von Phase zu Phase umzuziehen. Und das kann natürlich nicht gut gehen, sondern es entsteht ein Forst, im Grunde genommen eine Plantage, die sich durch nichts viel anderem unterscheidet als von einem Maisacker. Deswegen sprechen wir ja auch im Altersklassenwaldbau von einem Holzacker oder Holzackerbau. Schauen Sie, und jede dieser Altersphasen hat eine spezielle Empfindlichkeit gegenüber irgendwelchen biotischen oder abiotischen Gefahren. Biotische Gefahren sind zum Beispiel bestimmte Käfer. Bestimmte Käfer sind an bestimmte Altersphasen der Bäume gebunden und genau da treten sie dann verstärkt auf, denn die homogene Struktur ist natürlich ein ideales Käferrestaurant, insbesondere wenn es sich auch noch um eine Monokultur handelt. Und zum Beispiel die biotischen Gefahren treffen nur ganz bestimmte Baumalter, meistens nämlich die höheren Baumalter. Die abiotischen Gefahren, also hohe Sturm-, Windgeschwindigkeiten, ja? Oder auch die Sommertrockenheit. Und erst recht natürlich die Brandgefahr. Wissen Sie, dass mehr als 90% aller Waldbrände in Deutschland nur einen ganz bestimmten Waldtyp treffen, nämlich Kiefernmonokulturen im Alter zwischen 40 und 80 Jahren. Und die nehmen aber nur einen ganz kleinen Prozentsatz unserer Waldfläche ein. Aber sie haben 80-90% aller Waldbrände in genau dieser Waldstruktur. Und diese Waldstruktur kommt von Natur aus gar nicht vor. Wir könnten also sagen, Waldbrand ist ein kulturelles Phänomen und kein Klimaphänomen. Obwohl es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der Trockenheit und der Waldbrandgefahr. Denn bisher ging es einigermaßen gut mit diesen im Grunde genommen naturfernen Kiefernforsten. Jetzt allerdings im Klimawandel ist die Zeit vorbei, wo wir uns das noch leisten können. Und jetzt zeige ich Ihnen mal im Gegensatz dazu den Aufriss der Überführung eines solchen Altersklassenwaldes in eine Dauerwaldstruktur. Und Sie sehen ganz links, das ist der Altersklassenwald, der durch die Plänterung im Oberstand etwa 20% der Bäume herausgenommen werden. Und dann steht in der Mitte die Transformations-, die Überführungsphase. Und dann sehen Sie schon, wenn wir das Rehwild scharf bejagen, dann verjüngt sich dieser Wald ganz natürlich zwischen den Bäumen in den Lichtschloten, die genügend Licht auf den Boden lassen, ein sogenanntes Wanderlichtschatten, ein Wanderlichtschatten, der dann ermöglicht, dass sich da junge Bäume ansamen und keimen können. Und die wachsen allmählich wieder zusammen zu einer solchen Struktur, die wir dann nach etwa 45 Jahren erreichen. Wir nennen das die Dauerwaldstruktur. Und die ist dann auf ewig angelegt. Das heißt, in dieser Waldstruktur können wir dann ständig starkes, gutes Holz ernten, ohne irgendeine Kahlfläche zu erzeugen, sondern das System immer wieder sich verjüngen lassen. Und da sehen Sie plötzlich, der Produktionszyklus, der vorher über riesige Flächen auseinandergezerrt war, ist hier plötzlich ortsfest. Wir sprechen auch von einem lokalen Produktionszyklus. Und das ist wichtig, denn durch den lokalen Produktionszyklus halten wir die Nährstoffkreisläufe in Gang. Und zwar so, als wenn wir gar kein Holz ernten würden, aber in Wirklichkeit ernten wir natürlich viel Holz.
sogar mehr als in den kaputten Strukturen des Altersklassenwaldes je Hektar. Etwa bis zu 20% mehr Holz können wir im Dauerwald erzeugen, wenn wir mal die Dauerwaldstruktur erreicht haben. Und das Tollste ist, dieses Holz, das wir dort ernten, hat eine wesentlich höhere Qualität. Deswegen haben alle Dauerwaldbetriebe in Deutschland im Schnitt einen um 20% höheren Durchschnittserlös über die gesamte Holznutzung eines Jahres. Und das ist ganz beachtlich. Und da gibt es viele Gründe dafür. Der erste ist natürlich, dass die Qualitäten des Holzes viel besser sind. Es ist viel gleichmäßiger gewachsen. Die kontinuierliche Plänterung auf den schlechten Stamm hin, das heißt, der schlechte Stamm wird herausgenommen, führt natürlich dazu, dass der Zuwachs immer wertvoller wird. Und irgendwann kommen natürlich die sehr guten Bäume dran, weil der ganze Wald im Oberstand nur noch aus guten Bäumen besteht. Ja, und dann habe ich eben praktisch im Holzmarkt nur noch gutes Holz zu verkaufen. Und das alles sind natürlich Vorteile, die sind unglaublich. Und ein wichtiger anderer Vorteil ist, die Bäume werden dicker. Sie werden im Einzelbaum alle im Durchschnitt wesentlich dicker. Und wenn Bäume dicker sind, dann gibt es ein Kostenminimierungsgesetz, das dann zum Vorteil des Waldbauern ihm sein Geschäft erleichtert. Wir nennen das das Stückmassegesetz. Es macht natürlich weniger Kosten, einen Festmeter aus einem Baum zu ernten oder etwa einen Baum zu ernten, der 10 oder 12 Festmeter Stammgehalt hat, als die gleichen 10 oder 12 Festmeter mit Bäumen zu ernten, die nur 0,3 Festmeter je Stamm haben. Da habe ich natürlich einen ganz viel höheren Festmeteraufwand, als wenn ich einen dicken Stamm ernte. Natürlich setzt das die Erfahrung, wie man so dicke Stämme aus einem heterogenen Wald herausholt, ohne den Wald zu schädigen, voraus. Aber das lässt sich ja lernen. Und das haben wir tausende von Jahren gekonnt. Denn dicke Maschinen haben wir ja erst seit 30 Jahren im deutschen Wald. Das nächste Foto zeigt den Schlüssel des Kreislaufes, den ich hier Ihnen in einer Grafik dargestellt habe. Wir nennen das auch die Kybernetik. Das heißt, die Kreislauforientierung dessen, was wir in der Holzerzeugung brauchen. Und die Begriffe kommen sinnvollerweise, denn Kybernetik heißt nichts anderes als die Steuermannskunst, kommen aus der Seefahrt. Und der Kapitän gewissermaßen ist der Mensch, der das Ganze umsteuert. Denn wir sprechen ja über ein kulturelles System zum Zweck der Holzerzeugung. Und dann sehen wir, der Kapitän hat einen Regler, den er gewissermaßen stellen kann. Und das ist sein Nutzungswille. Indem er Holz aus dem Wald nimmt, regelt er die natürlichen Kreisläufe im Wald. Und das geht dann über das Stellgiet, das Ruder, zum Schiff, das ist die Regelgröße, das ist der Waldaufbau, den er betrachtet. Und dann hat er einen Sextanten, das ist der Messfühler, mit dem er seine Holzmenge, die er nutzt, steuert. Und wenn ich das jetzt übersetze in die Waldproduktion, dann ist das etwa mit diesen Bildern darzustellen. Der Mensch wird ersetzt durch seinen Willen zur Holzerzeugung. Über den Holzeinschlag steuert er das System. Und zwar zunächst über die Lichtökologie erzeugt er den Dauerwald. Denn indem er die bisher völlig vernachlässigte Kraft in der Forstwirtschaft überhaupt erstmal wahrnimmt, steuert er den Dauerwald. Der Dauerwald hat nämlich das, was wir Lichtökologie nennen. Das heißt, eine systematische Nutzung des vertikalen Lichteinfalls von dem Volllicht auf den Kronen des Oberstandes auf das mittlere Licht im Zwischenstand und auf das wenige Licht, den sogenannten Lichtwanderschatten, im Unterstand und auf dem Waldboden. Und das muss genau durch die Holzerzeugung gesteuert werden. Man sagt im Dauerwald Struktur vor Hieb. Und das ist genau der zielführende Begriff, den Holger Weinauge in dem Musterbetrieb Kalebsberg, den ich Ihnen schon mehrfach vorgestellt habe, geprägt hat. Und wenn er das richtig macht, dann entsteht genau das untere Bild, der Dauerwald, der komplett innen ausgefüllt ist mit lebendem grünen Blattgrün.
Ich sage auch dazu, der ganze Wald besteht aus Chlorophyll. Und dann entsteht genau das unter dem Chlorophyll, nämlich am Boden, was im Grunde genommen die eigentliche Maschine des Holzwachstums ist, nämlich die Bodengare. Die Bodengare, die dann den idealen Zustand des Bodens erzeugt. Und dieser ideale Zustand ist genau das, was wir im Klimawandel brauchen. Erstens, dann sind alle Nährstoffkreisläufe ideal rückgekoppelt. Und zwar so, dass es nie weniger wird, obwohl wir das Holz aus dem Wald herausholen. Wo kommen Nährstoffe her? Ganz einfach, durch das Nebeneinanderwachsen von alten und jungen Bäumen. Die alten Bäume wurzeln ganz tief unten, legen im Sommer mit den Nährstoffen aus tiefen Schichten gewissermaßen oben das Nährstoffreservoir in grünen Blättern an, die verwalken im Herbst, fallen auf den Boden und dort ist durch die ideale Lichtökologie das Edaphon so richtig voll am Powern und frisst die Blätter praktisch auf und remineralisiert sie und dann sind plötzlich die Nährstoffe aus ganz tiefen Gesteinsschichten oben auf für die jungen Bäume. Das ist dieser Kreislauf. Schauen Sie, und dass wir den nicht zerstören dürfen, ist eine Frage der Holzerntetechnik. Wir müssen uns klar machen, dass jede Form von Waldwirtschaft im Grunde genommen einer Schlange mit zwei Köpfen gleicht. Und wir können das schön trennen, was wir als Menschen in der Holzerzeugung tun. Nämlich zwischen dem, was der biologischen Produktion dient und dem, was die technische Produktion ist. Ich übersetze mal die technische Produktion einfach mit Pfennigökonomie. Da versucht man, durch möglichst viele und starke Maschinen die Kosten zu senken. Das geht manchmal um ein paar Pfennige dabei. Deswegen nenne ich das Pfennigökonomie. Aber wir vergessen dann, dass jede Kostensenkung über harte Betriebstechnik natürlich zu Schäden an der biologischen Produktion führt. Deswegen unten der rote Pfeil. Und die biologische Produktion ist empfindlich. Deswegen explodiert irgendwann dort etwas. Dann ist die biologische Produktion kaputt. Und genau das sehen wir überall im Altersklassenwald. Die biologische Produktion haben wir über die Pfennigökonomie so weit geschädigt, dass vieles inzwischen auf der biologischen Seite zerstört ist. Und wenn wir es richtig machen wollen, dann müssten wir die biologische Produktion in den Vordergrund der Holzerzeugung stellen. Das heißt, wir müssen die Tätigkeiten, denen müssen wir uns widmen, die die biologische Produktion anfeuern, die sie gewissermaßen stabil machen und die die natürlichen Wuchskräfte des Waldes mobilisiert. An erster Stelle ist das natürlich die Wildregulierung. Ohne Wild- und Schalenwild zu regulieren, insbesondere ohne das Rehwild drastisch zu reduzieren, geht das Ganze nicht. Denn junge Pflanzen können nicht wachsen und keimen, wenn die Rehe in der Nacht jeden Keimling zupfen und von sie als Waldbesitzer nicht einmal etwas bemerken, weil ja nichts übrig bleibt. Das Zweite ist, wir müssen natürlich mit sanften Betriebstechniken arbeiten, das heißt möglichst auch wieder mit Muskelkraft, mit Pferd und mit Forstwirt und nicht mit schweren Maschinen. Wir müssen natürlich, der Förster muss wieder in den Wald, weg vom Schreibtisch, der muss wieder mit dem Reissagen jeden einzelnen Baum, der selektiv genutzt werden soll, auch wieder anzeichnen. Wir dürfen das nicht fremden Betriebskräften überlassen, sondern das Anzeichen der Plänterung. Das ist die Kernaufgabe des Försters. Nur der kann beim Anzeichnen genau in die Kronen schauen und gucken, was mache ich jetzt richtig oder was mache ich falsch. Denken Sie an den Spruch von Holger Weinauge, Struktur vor Hieb. Diese Entscheidung, das ist eine Försterentscheidung im Rahmen der biologischen Produktion. Und natürlich gehört dazu auch die Mischwuchsregulierung. Das heißt, beim Anzeichen darauf zu achten, dass der Mischungsanteil meiner Mischbäume ständig steigt, ist eine stetige Aufgabe beim Auszeichnen, den Mischwuchs zu fördern. Oder auch durch Anreicherungspflanzung künstlich den Mischwuchs anzureichern. Schauen Sie, das ist die linke Seite.
Und dann habe ich ja den großen Vorteil, da sehen Sie noch einen grünen Pfeil, der von der gelben Seite der biologischen Produktion zur technischen Produktion geht. Und der hilft sogar Kosten sparen. Das ist das, was ich Ihnen erklärt habe mit dem Stück-Masse-Gesetz. Da über die biologische Produktion im Grunde genommen der Wald stabiler, resilienter wird, werden auch die Bäume des Oberstandes älter, dicker und höher. Und damit werden sie auch im Stück Massegehalt größer, voluminöser. Und die sind dann im Grunde genommen je Festmeter berechnet günstiger zu ernten als viel dünnes Holz. Zum Abschluss möchte ich Ihnen einfach nochmal zeigen, in welcher Weise wir jetzt, heute in Deutschland an einer Weggabelung stehen, in der wir vieles falsch machen oder auch das meiste richtig machen können. Es ist eine Frage, wie gehen wir mit diesen vielen Kahlflächen um? Ich zeige Ihnen einfach ein paar Bilder, die mir dankenswerterweise mein Co-Autor Rainer Kant von Baum in Hamburg zur Verfügung gestellt hat. Da ist zum ersten Mal ein Bild aus dem Sauerland meiner Heimat. Schauen Sie, so kann man es falsch machen. Unter schwierigsten Standorten wird hier mit schwersten Maschinen die Kahlfläche abgeräumt, alle Biomasse gewissermaßen gehäckselt und als Hackschnitzel in irgendwelchen Öfen dann verfeuert. Das ist Waldvernichtung der Zukunft. Natürlich ist dieser Wald schon zerstört durch Borkenkäfer und Trockenheit. Aber jetzt wird das noch erst richtig vertieft. Das nächste Bild zeigt, wie ganze Landschaften auf die Art und Weise für die Zukunft, für die Waldzukunft zerstört werden. Das dritte Bild zeigt im Grunde genommen auch eine Form von Waldzerstörung. Hier sind viele Kiefern und Fichten in einer Mischwaldstruktur abgestorben. Und was macht man? Man schiebt unten drunter erstmal den Boden frei, um ihn dann besser bepflanzen zu können. Das nächste Bild. Da wird das auch nichts anderes als das, was ich vorher gezeigt habe. Da werden auf Wellen wird dann das Reisig und das Totholz zusammengeschoben. Furchtbar. Bei der Gelegenheit wird dann sogar hier in einem Buchenwald, wo die Fichten abgestorben sind, wird dann der ganze Wald noch mit schwerem Gerät befahren und verdichtet. Und da will man den Wald der Zukunft bauen. Furchtbar. Waldvernichtung. Nichts anderes als Waldvernichtung. Auch hier ein Kiefern. Ja, will man mit einem Kiefernüberhalt eine Kiefernverjüngung aufbauen auf der Freifläche. Und da wird zunächst mal der Waldboden abgeschoben in Wellen. Furchtbar. Das nächste Bild. Das ist schon etwas besser. Da lässt man ein wenig wenigstens von dem Biomasse auf der Fläche liegen und pflanzt einfach irregulär, in diesem Fall eine Douglasie, in den Waldboden ein. Das nächste, das ist schon ganz prächtig. So könnte es auch gehen, wenn ein Wald wesentlich zerstört ist. Einfach die Dinge liegen lassen, wie es ist, und vielleicht eine Anreicherungspflanzung hier reinbringen. Und der Rest kommt dann von selbst. Das nächste, das ist so etwas, was ich mir vorstellen könnte, was man mindestens machen könnte. Wenn so eine Fläche zerstört ist, kann man ja von den Wegen aus das noch nutzbare Holz herausziehen. Aber den Rest sollte man auf der Waldfläche lassen. Und ich empfehle auch, totes Holz, das noch steht, stehen zu lassen. Und auch noch schlechtes Holz gewissermaßen liegen zu lassen, denn es nutzt ja nichts, schlechtes Holz mit hohem Aufwand zu ernten, um es dann gewissermaßen billiger auf dem Markt zu schmeißen, als man für den Maschineneinsatz bezahlen muss. Ja, und zu guter Letzt ein Bild, mit dem ich Sie befrieden möchte. So würde man einen zerstörten Wald wieder aufbauen. Und wissen Sie, was das kostet? Nichts. Nullum. Nihil. Ein Nichts. Hier brauchen Sie im Grunde genommen nur schießen. Denn bei einer solchen Waldstruktur lassen Sie einfach alles Totholz liegen. Sie haben gesehen, hier vorne links ist ein Buchenstock. Da hat man die abgestorbene Buche aufgearbeitet und hat man geworben. Das kann man machen. Aber es Kronenholz und keinen Umständen hier Brennholz selbst selber reinschicken, sondern alles liegen und stehen lassen, wie es ist. Und auf die Art und Weise hat man dann einen natürlichen Schutz der sich ankeimenden Bucheckern vor dem Reh. Denn das Reh geht in diese knackenden Wirrwarr nur ungern hinein. Und so sollten wir das dann auch machen. Und dann sollten wir höchstens
an den Wegrand einen Hochsitz stellen und gucken, dass auch nicht doch das eine oder andere Reh da noch hineinläuft. Und dann haben wir für den Wald der Zukunft das Beste gemacht, was wir heute tun können. Und das Ganze, um es nochmal deutlich zu sagen, kostet Sie als Waldbesitzer nichts. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, unser heutiges Video hat Ihren Blick auf den Organismus des Dauerwaldes und seine systemischen Vorteile vertieft. Bleiben Sie der Zukunft des Waldes treu.